Also, das Thema Elektromobilität als Game Changer der mobilen Zukunft. Ich habe Ihnen hier mal so etwas wie ein Inhaltsverzeichnis mitgebracht. Da wir denken, dass es nicht immer sinnig ist, linear zu denken, sieht das Ganze eher nach einer Roadmap auf. Sie sehen hier erstmal den Status Quo, dann Anreize, Politik, Leitmarkt und in der Mitte dann, sage ich mal, was ich schon ähnlich bei dem Kollegen Wenzel gehört habe, Herausforderungen, Megatrends, wie bricht sich das Thema aktuell um und am Ende werde ich auf Lösungen eingehen. Dieses Zitat von Elon Musk ist ziemlich neu, wir haben schon viel heute von ihm gehört und da sagt er, dass er im Moment ganz zufrieden ist mit dem, was er tut, aber dass seine Zukunftsvision Folgendes mit sich bringt und das Entscheidende steckt im letzten Satz drin. Elon Musk hat vor, über das Model 3, das ja jetzt 400.000 Vorbestellungen hat, obwohl es das noch gar nicht gibt, in dem nächsten Schritt ein elektrisches Auto zu bauen, das sich jeder von uns leisten kann. Und hier möchte ich gerne ansetzen, sind wir bei dem Thema Elektromobilität als Game Changer, weil ein neuer Marktteilnehmer auf dem Markt eintritt, der bis dato nicht da war und der mit seiner Massivität und Intensivität von Investitionen in der Lage ist, das zu tun. Wir haben es hier schon gesehen, also wir haben es gerade schon besprochen, wir haben 25.000 Fahrzeuge im Moment auf dem Markt und die Strategie unserer Bundesregierung in Deutschland war so, dass sie eigentlich 2014 schon 100.000 haben wollte und bis 2020, Sie kennen vielleicht viele dieses Ziel, von 1 Million Fahrzeuge die Rede war. Und davon sind wir leider in Deutschland weit entfernt. Interessanterweise sind von den zugelassenen Fahrzeugen auch viele gewerblich genutzt. Also wenn Sie dann wirklich mal sehen, wie viele Endkunden schon elektrisch unterwegs sind, sind das relativ wenige. Ein wichtiger weiterer Markt sind die ganzen Nutzfahrzeuge, Lieferdienste. Wer kann sich nicht eine Stadt vorstellen, in dem die Lieferdienste oder auch andere Fahrzeuge rein elektrisch durch die Innenstädte fahren, um allein die CO2-Emissionen nach unten zu fahren. Sie sehen hier im internationalen Vergleich die Zahlen und da ist es so, dass wir als Autonation weit abgeschlagen sind, sogar innereuropäisch. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum ist das in Europa so, dass Länder wie Norwegen etc. pp. Hier so Gas geben. Wenn man spitz sein möchte, könnte man sagen, da die keine eigene Automobilindustrie haben und keine eigenen OEMs, weil wir glauben, dass unsere eigenen Player schon noch sehr stark an dem Thema Verbrenner festhalten, was unseres Erachtens auch nicht weiter schlimm ist, wenn sie jetzt endlich mit dem Switch beginnen. Der Grund ist für uns, glaube ich, alle ganz klar ersichtlich, wir verdienen in Deutschland sehr viel Geld mit unseren Verbrennern. BMW, Audi, alle anderen haben den Markt in der Hand. Wir liefern weltweit mit ihren Luxusprodukten die Kunden und sind einfach da die Big Player. Was kommt aber jetzt, wenn der Markt irgendwann umbricht und diese das nicht mehr bestimmen können? Ich habe es hier nochmal verbildlicht. Wir sehen hier den Tesla und der, ich weiß nicht, das Wirtschaftszeitung schreibt, Teslas Triumph über die deutsche Oberklasse. Das ist so, ich glaube, das ist der amerikanische Markt und es handelt sich hier jetzt um einen Vergleich mit Model S, hängt Rival, ich glaube, das war ein Vergleich sogar mit Mercedes. Es gibt Märkte auf dieser Welt, wo Tesla mit seinem Oberklasse-Fahrzeug aktuell mehr Stückzahlen verkauft, als das entsprechende Luxusautos unserer deutschen OEMs tun. Und wenn wir dann mal den Rückschluss ziehen zu dem, was Elon Musk vorher gesagt hat, er will nicht nur Luxusauto bauen, sondern mit dem Model 3 kommt er jetzt ein Fahrzeug, das kostet bloß noch 35.000. Und er will aber in naher Zukunft Autos bauen für uns alle zu einem vernünftigen Preis, den sich jeder leisten kann. Dann stellt sich die Frage, wird vielleicht irgendwann mal da stehen Tesla Triumph über, nicht nur die deutsche Oberklasse, sondern über den Massenmarkt, über VW, über die Autos, die wir, ich, alle täglich fahren. Wir sehen hier nochmal die internationalen Zahlen, wer mit Elektromobilität im Moment vorne ist. Wir sehen den Nissan Leaf als meins gekauftes Auto. Tesla ist schon ganz oben mit dabei, obwohl es ein Luxusprodukt ist. Und Gott sei Dank haben wir mit dem BMW i3 jetzt auch ein Fahrzeug am Markt, das da mit reinrutscht. Und Sie sehen es hier, 36.550 verkaufte i3 am Markt zeigen, in welchen
Verhältnis wir mittlerweile zu diesen anderen Playern aufgestellt sind. Ich habe die Folie jetzt mitgebracht, um Ihnen zu zeigen, wo sich diese Dinge auch wirklich umbrechen können. Ich möchte mal auf dieses Werbebudget eingehen. Werbebudget für Elektromobilität ist runtergefahren worden von allen deutschen OEMs. Ketzerisch möchte man sagen, Tesla hat gar kein Werbebudget für Elektromobilität. Die werben nicht, aber Elon Musk hat auf Twitter 4 oder 5 Millionen Follower. Das heißt, wenn Elon Musk ein neues Produkt in den Markt gibt oder neue Informationen an seinen Kundenstamm weitergeben will, drückt er auf ein Knöpfchen und multipliziert seine Informationen in geringster Zeit durch die ganze Welt. Ich habe mir mal auf der anderen Seite angeschaut, wie viele Follower und Twitter-Leute haben die deutschen CEOs im Hintergrund. Viele deutsche CEOs benutzen Twitter in dem Sinn gar nicht und sie sind nicht solche Opinion-Leader in Sachen Vision, wie das andere sind. Und das sind eben Prozesse. Und ich weiß nicht, der Kollege Wenzel hat gesagt, das Erste, was man fragt, haben wir hier ein Wi-Fi? Stimmt, ich bin hier reingekommen, das Erste war Wi-Fi. Ja? Prozesse, digitale Umstürze passieren aktuell auf anderer Ebene, als wir das hier in Deutschland wahrhaben wollen und können unsere Märkte stärker in Zukunft betreffen, als uns vielleicht lieb ist. Wenn ich Geld in das Thema Elektromobilität gesteckt habe mit direkten Kaufanreizen, was aber noch eine interessantere Diskussion ist, das ist hier ein bisschen kleiner rechts unten, ab 2025 soll es in manchen Städten, Märkten, Ländern gar keine anderen Autos mehr als Elektrofahrzeuge zugelassen werden. Was bedeutet das denn? Wenn auf einmal europaweit ab 2025 Elektrofahrzeuge nur noch fahren dürfen, aber diejenigen, die die besten Elektroautos bauen, nicht wir selbst sind. Deswegen, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, die Bundesregierung hat relativ spät, aber jetzt doch ein Programm zur Förderung von Elektromobilität ins Leben gerufen. Wenn Sie ein Elektrofahrzeug kaufen, dann kriegen Sie aktuell 4.000 Euro Zuschuss. Für Plug-in-Hybrid 3.000 bis zu einem Listenpreis für 60.000 Euro. Hier hat sich Elon Musk wieder ein bisschen geärgert, weil er mit seinem Auto drüber liegt. Er hat gesagt, das ist eine Absicht, aber das tut ihm nicht wirklich weh. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist immer das Thema Ladeinfrastruktur, das eben durch die Bundesregierung in naher Zukunft ausgebaut werden soll. Herausforderung für den Markthochlauf. Jetzt gehe ich, sage ich mal, ein bisschen auf eine höhere Ebene wieder und verlasse, sage ich mal, die Tiefen der Elektromobilität zum Umbruch unserer Gesellschaft. Und ich glaube, das Entscheidende ist, was wir auch schon gehört haben, ist, dass sich unser menschliches Verhalten durch die Digitalisierung sehr stark verändern wird. Wenn Sie die Bilder mal anschauen, Handy hat jeder immer in der Zeit, und ich glaube, das Interessante, besonders an dem Bild unten, ist, dass das Ganze, was die Menschen da hier in der Hand haben, nicht nur Licht macht, sondern dass diese Bilder, diese Informationen durch wenige Knopfdrücke in die ganze Welt innerhalb von kurzer Zeit verbreitet werden können, sodass dieses Digitalisieren und das Teilen von Daten wesentlichen Einfluss auf uns haben wird. Die Folie, wahrscheinlich haben wir die gleichen Quellen und setzen uns mit den gleichen Themen auseinander. Digitale Disruption, Sharing Economy. Sie sehen drüben mal, ich lese es Ihnen vor, das, was wir schon gehört haben, Uber, Airbnb, Facebook, Netflix. Das sind alles Unternehmen, die diese Produkte gar nicht mehr besitzen, um die es geht. Das Geschäftsmodell geht also hier ganz klar auseinander, und im Umkehrschluss sehen wir das Thema Sharing Economy, dass Leute heute eben gar nicht mehr den Besitz eines Autos oder was auch immer für wertvoll erahnen oder erhalten, sondern sie wollen nur über die Dienstleistung, über die Funktion das Ganze spielen, was unseres Erachtens sich auch früher oder später auf das Thema Elektromobilität niederschlagen wird. Ich habe immer Google drüber geschrieben, weil ich denke, dass Google ein sehr, sehr wesentlicher Player für den Mobilitätsmarkt der Zukunft ist. Ich weiß nicht, wie Sie heute Ihre Reisen planen. Bei mir ist es so, ich gebe es einfach bei Google ein und die Google gibt mir dann eine Verknüpfung von Verkehrsträgern aus. Das muss jetzt kein Auto sein, das kann Flugzeug, Bahn etc. pp. Sein. Und durch das, dass wir das alles über diese digitale Welt abbilden, ist alles, was nicht Teil dieser digitalen Welt ist, quasi nicht vorhanden.
Bedeutet, wir müssen mit unseren Services und Punkten Teil der digitalen Welt von Google oder was auch immer sein, um in Zukunft den Mobilitätsmarkt entsprechend mitgestalten zu können. So stellt sich die Deutsche Bahn die Mobilität der Zukunft vor. Niedrige Preise und Sharing, autonomes Fahren haben wir heute auch schon gehört, kommen wir gleich noch dazu. Und die digitale Reise bedeutet, wir haben immer vollkommene Transparenz über unsere Prozesse, wann was entsprechend getan werden kann, von A nach B gefahren werden kann. Wir verändern unser Mobilitätsverhalten, sage ich mal, von einem zur Verfügung stehenden System hin zu einem, ich rufe das dann ab, wann ich brauche, funktionierenden System. Und das haben wir auch schon von der Kollegin vom BMW gehört, dass hier diese intermodale Verknüpfung von Verkehrsträgern wesentlich wichtiger wird, vor allen Dingen auch in urbanen Umgebungen und dass vom Push zum Pull hin zu einer Sharing Mobility Service basierten Ausprägung laufen wird. Neue Player im Markt. Wer beschreibt die aktuelle, die Zukunft der Mobilität? Wir sehen hier unten ein Beispiel, ein Zitat von unserem Wirtschaftsminister, von Sigmar Gabriel, der gesagt, die Neuerfindung des Automobils wird heute von Firmen betrieben, die nicht ihren Sitz in Europa haben. Ich weiß nicht wirklich, ob er das, was er da auch sagt, verstanden hat, weil das würde ja bedeuten, dass wir, dass unser Wirtschaftsminister einen Prozess beobachtet, der einen wesentlichen Bestandteil für unseren Wohlstand in Deutschland ist, unsere Automobilindustrie, und dass er Prozesse zulässt oder nicht stärker beeinflusst, dass das auf anderen Ebenen dieser Welt abläuft. Und wenn wir vorstellen, was Google oder Apple für Marktmachten haben, wie viel Geld die haben, und wenn die wirklich wollen, in das Thema Mobilität einzusteigen, dann glaube ich, dass wir über kurz oder lang hier in Deutschland größere Probleme kriegen können, als wir glauben. Ich habe das Beispiel Mobilfunk jetzt mal mitgebracht. Ich habe es dann auch nochmal, sage ich mal, auf einer anderen Folie. Viele sagen, ja, das kommt alles nicht so schnell und wir haben das alles in der Hand. Das hat sich Nokia und BlackBerry auch gedacht. Wann war das? Anfang 2000, als Apple mit dem iPhone gekommen ist. Und die haben gesagt, ja, wir brauchen längere Akkulaufzeiten, wir müssen länger telefonieren können, etc. pp. Jetzt Steve Jobs hat gesagt, das ist Käse, das brauchen wir nicht. Wir brauchen einen großen Bildschirm, wir brauchen die Integrierung von unterschiedlichen Diensten und Services und hat das am Kunden anwenderfreundlich immer stärker ausgebaut und fortgeschrieben. Und das könnte uns mit dem Thema Elektromobilität auch über kurz oder lang passieren, weil der springende Punkt ist, Elektroautos unterliegen anderen Anforderungen als Verbrennerautos. Wir sind die Nation, die Top-Verbrennerautos baut, aber nicht die Nation, die Top-Elektromobilität bedient. Hier sind andere Player, sage ich mal, mit gewissen Synergien im Vorteil. Und von dem her könnte es über kurz oder lang sein, dass wir hier Probleme kriegen. Hier habe ich es nochmal übersetzt. Das ist quasi verbildlicht. Wenn man hier die neuen Player alle mit reinrechnet und sich überlegt, dass die deutsche Automobilindustrie mit ihren Wertschöpfungsprozessen und Investitionen, die sie ja in Anlagen entsprechend längerfristig gebunden sind, im Vergleich zu womöglich neuen Playern, die das Thema auf der grünen Wiese aufplanen können und stärker an den Bedarfen der Kunden ausrichten können, nicht so schnell und handlungsfähig sein werden. Das ist ein Beispiel, das ist nochmal bestätigt, das ist ein Tesla ohne Haube, sage ich mal. Wenn Sie sich anschauen, was da noch drin steckt, ist eigentlich nichts. Ein Tesla besteht aus einem Computer und Batterien. Da ist kein Netz drin. Und schauen Sie sich mal ein Auto von normales Verbrennerauto an. Natürlich können die das nicht bauen, so schnell und so gut wie wir. Aber sowas kann jeder bauen. Und Google kann das noch schneller und noch besser bauen als Tesla, und wenn die das wollen, wird das für den Mobilitätsmarkt starke Auswirkungen haben. Auto nur ein anderes Device, also es wird so sein, dass wir extreme Verschiebungen haben und es wird nicht mehr so sein, dass das meiste Geld im Auto verdient wird, sondern das meiste Geld wird verdient mit den Mobilitätsservicen, die außenrum sind. Hier, das ist eine Studie von Roland Berger, die haben ja ausgerechnet,
wie sich das entsprechend umschlagen wird. Es wird so sein, dass wir 2030 schon 40% des Marktes in sogenannten autonomen Fahrzeugen, in Robocops haben werden. Und Roland Berger gibt auch aus, dass es wahrscheinlich nicht so sein wird, dass diese Robocabs von deutschen Unternehmen produziert werden. Der springende Punkt für uns ist dieser Paradigmenwechsel, und Elektromobilität, finden wir, wird in Deutschland immer noch sehr stiefmütterlich betrachtet. Und ich habe hier mal darüber geschrieben, Driving Force antizipiert ist das Thema Nachhaltigkeit, und da sind wir, sage ich mal, schon relativ gutmütig. Ein wesentlicher Treiber für Elektromobilität in Deutschland und die Umstellung sind die CO2-Werte aus Brüssel. Bis 2020 müssen die OEMs gewisse CO2-Werte erfüllen, und entsprechend flotten die genauso viele Elektrofahrzeuge ein, um eben diese CO2-Werte entsprechend erfüllen zu können. Viel wichtiger wäre sich aber, dieser Mobilitätsrevolution anzunehmen und zu überlegen, wie kann ich wirklich mit dem Thema Elektromobilität vorankommen, was natürlich über den reinen Autobau und das zur Verfügung stellen von Fahrzeugen weit hinausgeht. Die Kosten sind ein wichtiges Thema, das wissen wir alle. Alle sagen, Elektroautos sind noch zu teuer, das ist richtig. Hier haben wir eine Total Cost of Ownership Analyse, die sagt, dass ab 2018, ich glaube, Sie haben es ein bisschen später gesagt, aber sagen wir mal so 2020 werden die Elektroautos entsprechend wettbewerbsfähig sein. Was uns aber nicht hilft, ist das, was wir da oben rechts stehen haben. Und Herr Haug hat es ja auch gerade nochmal gesagt, Verfolgungsjahren, Elektroautos etc. pp. Wir haben immer noch das Bild im Kopf, hohe Kosten, niedrige Reichweite. Das mag stimmen. Die Frage ist, für was brauchen wir Elektromobilität, für was brauchen wir elektrische Autos? In innerstädtischen Umgebungen wird es immer mehr sein, dass wir wahrscheinlich gar keine Autos mehr selbst besitzen. Und von dem her werden Sharing-Based Services etc. pp. Hier immer stärker in den Vordergrund treten. Wichtig ist auch, dass wir an dem Image, das zumindest durch die deutschen Automobilhersteller lange im Bereich Elektromobilität geprägt worden ist, arbeiten. Also so ein bisschen, glaube ich, ist das Bild im Kopf, das einzige Elektroauto, das wirklich schon funktioniert, ist der Tesla. Mit dem komme ich auch weit genug, aber der ist noch zu teuer. Und das ist ein Bild, an dem wir stärker arbeiten müssen, weil wir glauben, dass das Thema über kurz oder lang, wenn nicht von uns gespielt, von anderer Seite, Beispiel Apple, Google, Tesla, noch stärker in unsere Gesellschaft eindringen wird. Ein ganz wichtiger Punkt ist das Thema Laden. Ich weiß nicht, wie Sie Ihre Reisen sonst planen können. Das bedeutet, man muss immer informiert sein über die Ladeinfrastruktur, die gerade vorhanden ist. Und da ist es im Moment so, dass in Deutschland, aber auch in allen anderen europäischen Ländern erstens zu wenig Ladesäulen da sind. Ja, also Sie haben keine Versorgungssicherheit mit Ladeinfrastruktur, und zum anderen finden Sie die teilweise gar nicht. Ja, es ist ja nicht so wie bei einem Tankstellennetz, dass Sie da entsprechend an der Autobahn Schilder haben, die Sie dann dahin leiten. Nein, es ist so, dass das auf unterschiedlichen Plattformen im Internet zur Verfügung steht, aber diese Plattformen sind auch unterschiedlich gut. Und die Ladesäulen haben auch unterschiedliche Systeme. Das heißt also, es ist noch lange nicht gesagt, dass Sie, wenn Sie mit einem BMW i3 unterwegs sind und von München losfahren, dass Sie mit Ihrem Ladesystem auch in Kempten laden können, weil da gibt es wieder unterschiedliche Zugänge, da gibt es unterschiedliche Anwendungen. Von dem her ist es wichtig, dass man in dem ersten Schritt die Ladeinfrastruktur gemeinsam mit dem Fahrzeugen hochlaufen lässt, um den Kunden eine entsprechende Versorgungssicherheit für die Reichweite auch zu geben, weil ohne Ladung keine entsprechende Reichweite. Und zum anderen ist es wichtig, dass man eben auch das Thema Schnellladen noch weiter bespielt. Schnellladen, vielleicht ganz kurz dazu, das sind nämlich entsprechende höhere Leistungen, und das ermöglicht dann Elektroautos innerhalb von 10 bis 30 Minuten zu beladen. In Zukunft wird es sogar so sein, dass es noch schnellere Landesladestandards gibt. Das Thema wird vor allen Dingen relevant werden an Achsen, Metropolen, Autobahnen etc. pp.
Lösungen für den Markthochlauf. Wir haben die Kosten, glaube ich, schon thematisiert. Ein wichtiger Kostenfaktor im Zusammenhang mit Elektromobilität ist immer die Batterie. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen die Szene verfolgt. Es ist leider so, dass wir waren mal gut in Lithium-Ionen, wir waren mal gut in Batteriekapazität, haben aber diese Kapazitäten in Deutschland, sage ich mal, seit einigen Jahren aus der Hand gegeben. Hier sind die Asiaten wesentlich stärker unterwegs und auch wenn wir das Beispiel Gigafactory von Elon Musk uns nehmen, sind hier Prozesse am Laufen, die uns vielleicht später noch stärker einholen können, wenn wir nicht in der Lage sind, eine eigene Batterietechnologie bei uns in Deutschland haben zu können. Deswegen schlägt die NPE der Bundesregierung vor, ab 2021 in Deutschland selbst mit einem Batterieprozess zu starten. Das macht allerdings nur Sinn bei Lithium-Ionenzellen der dritten Generation und das kostet 1,3 Milliarden Euro, die sich bis zum Jahr 2025 entsprechend amortisiert haben sollen. Springender Punkt, es ist bis dato ein Gedankengerüst und eine Finanzierung dieser entsprechenden Batteriezellproduktion in Deutschland steht nur auf wackeligen Beinen. Also es findet sich im Moment weder die Bundesregierung noch die entsprechenden Industriepartner zusammen, um das gemeinsam zu tun, was aber unseres Erachtens entscheidend wäre, um eben Lithium-Ionen-Batterien, die Technologie wieder stärker nach Deutschland zu holen und das entsprechend aufbauen zu können. Ganz kurz zu dem, was wir tun. Wir versuchen das Thema im Land, in Bayern, voranzutreiben und ein wesentlicher Punkt ist das Thema Ladeinfrastruktur. Also wir haben, wer in Bayern unterwegs ist, kann sich das gerne mal anschauen und auch damit auseinandersetzen, einen Ladeatlas entwickelt und auch online zur Verfügung gestellt, der alle bayerischen Ladeorte abbildet. Jetzt sagen Sie, ja, wieder ein Tool und wieder, ja, gut. Der springende Punkt ist, dass wir in Bayern versuchen werden, bis 2020 7000 Ladesäulen aufzubauen und dass wir erstmal wissen mussten, wo die überhaupt stehen. Wie gerade schon beschrieben, es gibt unterschiedliche Anbieter von Informationen im Internet, die ausweisen, wo vielleicht Ladeinfrastruktur steht. So richtig kategorisiert ist das weder in Bayern noch sonst irgendwo gewesen und jetzt haben wir hier mal selbst aufgenommen, wo die stehen und welche Technik die zur Verfügung haben. Und auf Basis dieser Arbeit wollen wir eben schauen, dass es dann in 2020 so aussieht und auch einen entsprechenden Planungsprozess dahinter legen. Ein weiterer wichtiger Punkt, auf den gehe ich jetzt nicht mehr tiefer ein, ist die Arbeit mit Kommunen. Hier ist es vor allen Dingen so, dass viele Entscheider in den Städten alleine gelassen werden. Das betrifft sowohl Energiebeauftragte als auch Landräte etc. pp. Und hier ist es so, dass wir entsprechend rausgehen und mit denen sprechen, um das Thema voranzutreiben. Zum Abschluss habe ich noch zwei Bilder mitgebracht, also auf der linken Seite ein Zitat von Albert Einstein, der sagt, wir können die Probleme der Zukunft nicht mit dem Denken lösen, wie wir sie erzeugt haben. Die Frage ist, wie sollten wir versuchen, unsere Zukunft zu denken? Und ich habe mal auf der rechten Seite ein Bild mitgebracht, das Sie vielleicht selbst von Ihren Kindern, Enkeln oder wie auch immer kennen. Das ist die Generation Y mit den hängenden Hosen. Diese werden über unsere Zukunft massiv mitentscheiden. Und wenn wir heute anschauen, wie die nachfolgenden Generationen mit dem Thema Mobilität umgehen, wird das wahrscheinlich sehr viel anders ausschauen, als wir das oder noch die Generation vor uns entsprechend getan hat. Zum Abschluss, ich weiß nicht, ob Sie es hinten lesen können, habe ich Ihnen nochmal ein mögliches Bild der Zukunft mitgebracht. Es soll ein, ich glaube, es soll das Apple iCar sein oder das Google iCar. Da steht, heul nicht, piep, es ist besser so. Ich weiß, dass deine Freunde gerade im Bett deines besten Kumpels liegt. Piep, morgen dich dein Chef rausschmeißt, piep, und übermorgen dir dein Handy-Provider kündigt, weil du, piep, deine Rechnungen nicht bezahlt hast. Ob das die Zukunft ist und ob wir zu einem gläsernen Menschen werden und unsere Prozesse komplett digital und von Fahrzeugen, Geräten oder Devices ausgeführt
werden. Das wage ich noch nicht einschätzen zu können. Vielleicht können wir dann in der Diskussion nochmal darüber sprechen. Jedenfalls freue ich mich, dass ich hier sein konnte und vielleicht noch zu dem, was die Vorredner gesagt hat, haben ein oder zwei interessante Aspekte hinzufügen könnte. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dr. Schwenk.